Herzlich willkommen zu einem Pokémon TCG Online Let's Play. Das letzte Mal haben wir mit unserem Mewtwo EX Galagladi Deck gespielt und dieses Mal kommt dieses wundervolle Deck dran. Oh mein Gott! Es ist auch noch nicht wirklich angepasst. Ich habe ja schon zwei von diesen Gewaltro EX, aber na gut, was soll man machen? Also, ich könnte es natürlich anpassen und es wäre schlau, aber nee. So was mache ich doch nicht. Nee, wir spielen jetzt erstmal so schön weiter und dann wird erstmal angepasst, sobald wir mit allen Decks fertig sind, ne? Hört sich doch gut an, oder? Oh, wir haben gewonnen. Endlich. Also ja gut, so. Eigentlich gewinnen wir öfters in letzter Zeit. Aber egal. Oh, okay, ich dachte gerade schon, jetzt kriegt er eine extra Karte, aber wie es aussieht, nicht. Oh, hier sind so schöne Karten drin, die mir gefallen. So schöne Karten, die ich in den alten Decks nicht drin habe. Oh nee, ein Schmetter, aber wie ätzend. Und der hat auch so eine Doppeldrachenenergie. Ja, ja. Ja gut. Vielleicht ist es jetzt ausnahmsweise mal ein Deck, wo wir unser Giratina benutzen können. Was? Das hört sich interessant an. Also wirklich hier. Ja, nicht schlecht. Schauen wir mal. So, was machst du jetzt? Sinkite? Machst du auch was? Nein, ja, vielleicht. Bitte? Ich weiß, du hast ein Pokémon. Du kannst es einfach aussuchen. Kein Problem. Du schaffst es. Ich glaube an dich. Dann halt nicht. Solche Leute machen einen fertig. Na egal. Ja, schon mal einen guten Start, weil das Shiny EX ist. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Das ist in der Mitte von dem Spiel eher so, naja. Aber am Anfang und am Ende ist es super gut. Rachestoß macht abnormal viel Schaden. Also, wenn der Gegner schon Preiskarten genommen hat. Und Synthese ist super gut am Anfang, weil man einfach schön schnell an Energie kommt. Also, sehr schön, sehr schön. Oh, Bisofunk. So, wir holen uns noch ein paar mehr Energie. Am besten noch eine davon. Weil wir wollen ja, dass unser Plan jetzt schön aufgeht. Schauen wir mal. Giratina. Oh. Ja, das hier sieht gut aus. Einfach zwei davon weg. Brauchen wir nicht. Oh, schau dir das an. Es ist nicht sexy. Ich meine, es war ziemlich nutzlos hier, weil er wahrscheinlich keine Mega hat, aber trotzdem. Es geht ums Prinzip, okay? Wir machen erstmal so, weil wir können eh nicht angreifen. Einfach mal aus Sicherheit. Und geben dem den Leichtschein. Das ist Shaman. Ich weiß, das ist eigentlich nicht so schlau, aber ist okay. So. An einen deiner Pokémon, was ganz gut ist. Manche Pokémon können nämlich nur an. Da gibt es irgendein Feuer-Pokémon, das kann dann. Victini kann es, glaube ich, nur an Feuer-Pokémon dran tun. Ich weiß gar nicht. Oder? Bin mir unsicher. Egal. Das Doofe ist jetzt, wir machen nur 60 Schaden mit unseren Giratina. Was zur Hölle, so wenig. Na gut. So. Schön Energie. Ciao. Unser Shaman kann 0 Schaden insgesamt machen nur. Voll die Verarsche. 0 Schaden an dem blöden Bisofunk. Aber es ist nicht so schlimm. Das Dumme ist eher, dass uns auch noch einmal angreifen kann. Also wenn wir jetzt zurückziehen nächste Runde, können wir ihn nicht killen. Und dann, wenn er jetzt eine Energie drauf tut, und dann nächste Runde kann er uns natürlich schon angreifen. Boah, der hat aber viele Büsse. Was macht denn der? Der hat sowas von eine Doppelenergie. Also wenn der keine Doppelenergie hat, dann weiß ich auch nicht. Scheint aber auch ein großer Fan von Bisofunks zu sein. Also dem ist ein Problem, hast du hier irgendwie so einen Turbo-Bisofunk drin? Gibt's sowas überhaupt? Keine Ahnung. So, das Deck hat auch coole Sleeves von. Endlich mal Sachen, die ich selbst gekauft habe. So, hast du es bald? Ja, nein, vielleicht. Oder entscheid. Okay. Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber. Hier sind unsere schönen Sonderbonbons. Was soll immer das? Ich würde sagen, noch ein Match. Da musste wohl jemand gehen. Oh, das ist. Jetzt haben wir voll viele verschiedene Pokémon an Typen und der Gegner dann auch. Irgendwie kann das doch kein Zufall sein, oder? So, wir fangen natürlich wieder schön an. Super toll und kriegen kein Pokémon. Oh Mann, oh, Giratina wäre jetzt so nice gewesen. Wir hätten nach zwei Runden an. Oh! Ja, schon wieder, Mann!
So ein Dreck. Ah. Und er hat auch einen Pokémon. Verdammt. Naja. Nicht so schlimm. Du. Schauen wir mal. Pokémon! Was machst du denn? Hast du irgendwas Bestimmtes vor, ey? Ich mach dich nämlich jetzt gleich kaputt mit unserem Gag, aber... Ja, egal. Wir haben uns einen Pokémon-Fanclub. Alles gut. Könnte aber besser sein. So. Oh, er hat einen Drassler. Hat auch nicht die besten Start. Nein. Hab ich überhaupt... Ich will es gar nicht testen erstmal. Erstmal schauen, habe ich hier überhaupt die Entwicklung von Gigabyte drin oder spiele ich ohne die? Ich spiele ohne die. Okay, gut, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Es wäre nämlich ein kleines Problemchen gewesen. So, was holen wir uns denn? Wie wäre es mal mit einem schönen... Unser Gewaltro, wieso nicht? Sieht ziemlich nice aus. So. Und dann können wir dem auch gleich eine Energie geben. Ups, können wir dem auch gleich eine Energie geben. Und dann war es das auch. Eine Energie noch, dann können wir den Gegner schon mal killen, wenn wir überhaupt, ja, wenn er sich nicht entwickelt. Na gut, mal schauen. Wir könnten auch eigentlich ein N einsetzen, aber jetzt nicht mehr unbedingt. Also, an sich wäre es nicht schlecht, aber wir haben auch viele coole Karten auf der Hand, die alle ziemlich nützlich sein könnten. Aber mal schauen, was er denn macht. Vielleicht behält er ja eins von denen auf der Hand einfach so. Warum auch immer. Keine Ahnung. Aber dann, ja gut. Es ist natürlich dumm, dass er genau jetzt ein Pokémon hat, das stark gegen Pflanzen-Pokémon ist. Natürlich, seine Feuer-Pokémon sind auch ein bisschen nervig, aber ja gut. 40 mehr Schadenspunkte ist ziemlich viel. So, ich setze Ed lieber nicht ein. Ich hole uns... Mit Charon ein paar neue Karten. So, sieht auch hier, hört sich auch ganz gut an, oder? So, jetzt brauchen wir auch nur noch einen Sonderbomber und dann könnten wir uns sogar auch einen Gewaltro holen. Ein normales und kein X. Eigentlich ganz cool. Und die Frage, wie lange das brauchen wird. Ich habe es ja im Deck gesehen, also es ist nicht in den Preiskarten. Das ist schon mal positiv. Hast du es bald? Ja, ist schön und gut, dass du viele Karten hast. Dein Entei bringt dir aber auch nicht viel, das glaubt, oder? Es macht doch nur mehr Schaden, umso mehr wir haben, oder? Also, Pokémon auf der Bank. Raichu macht mir ein bisschen Angst. Na gut. Dann schauen wir mal. Was machen wir denn? Wir könnten schon N einsetzen, aber jetzt habe ich die Sonderbonbon. So ein Dreck. Gut, machen wir. Mach mal so. Wir setzen N ein. Der Gegner hat davon mehr als wir. Das ist wahrscheinlich ein sehr schlechter Play. Aber vielleicht hat er ja was geplant und irgendwas Tolles auf der Hand. Und das bringt ihm jetzt zum Beispiel nichts mehr. Natürlich auch nicht schlecht. Er hat zum Beispiel dieses doofe Entei nicht mehr. Was ich ganz gut finde. Und dann könnten wir jetzt eigentlich schon Rückzug machen und voll draufhauen. Ha. Vernichte deine Gegner. Gewaltro. Sexy. 70 Schaden ist nicht schlecht. So, und Doppelenergie ist auch nicht schlecht, obwohl, ja gut. Sonst haben wir halt jetzt nichts Besonderes mehr. Wir haben leider nichts allzu Tolles bekommen mit N, aber wenigstens ein paar mehr Pokémon. Aber, oh, haben wir die durch N bekommen? Ich weiß gar nicht. Glückshelm. Das wird die auch nichts bringen. Ja. Noch 3 Basis-Energie-Karten. Der will echt reinhauen damit, aber das bringt ihm nichts. Es wird uns trotzdem nicht killen können damit. Wir haben nämlich gerade 210 HP mit unserem Gewaltro. Ziemlich unfair. Ja. Und wir dürfen nicht mit unserem Ort doch gegen das hier kämpfen. Weil der Angriff davon wird ziemlich ätzend sein. Es wäre ganz cool, wenn wir irgendwie... Ja, keine Ahnung. Oder dafür sorgen könnten, dass der Pisser... zum Beispiel verwirrt ist oder irgendeinen komischen Zustand hat, weil dann könnten wir mit unserem Gewaltro richtig reinhauen. Und das ist schon mal sehr schön. Schauen wir mal, was wir damit machen, was wir uns holen. Das wird jetzt richtig reinhauen. Erstmal 120 Schaden. Aber wir haben zum Glück unsere Pokémon Center Dame und überleben noch einen Angriff.
Das ist das schon mal ganz okay. Und das ist auch nicht das Bisofang, wo wir mehr Schaden bekommen. Also sind wir jetzt schon mal relativ sicher. Verdammt. Egal. Wir heilen es trotzdem mal. Ist ja klar. Sind klar warum, oder? Dann können wir gleich noch eine Energie hier drauflegen. Und dann suchen wir uns mal schön eine Karte. Könnten auch, ich weiß nicht. Also, auch doch zu einem Mega-Ordoch machen wäre ein bisschen übertrieben. Holen wir uns einfach ein ganz normales Serpifoy. Da kriegen wir die Entwicklung und dann können wir schön Gegner mal paralysieren, war es, glaube ich. Ja, mal schauen. Schön angreifen. Wow! So, der killt uns zum Glück nicht. Der kriegt uns auf 180 drauf, das war's aber auch. Vielleicht denkt er sich, er kann uns killen, und weil er das hier nicht beachtet. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Oh, das ist Solargenese. Hört sich ganz cool an, die Attacke. Na gut. Wir haben eh ein Problem, weil der Feuer-Pokémon hat, aber bisher war es ja noch kein. Bisher. Oh, oder er geht einfach auf Raichu. Na gut. Kannst du ruhig machen? Habe ich jetzt kein Problem mit. Nur zu. Ich werde auch lieber mit Gewaltro zurückziehen, bevor wir verrecken. Obwohl. Nein, kann ich nicht. Wie viel Schaden macht das Pokémon auf deiner Bank zu? Ja gut. Gewaltro muss vielleicht sterben. Schade, aber na gut. Was hat denn noch eins? Ey, was geht denn los? Was geht dann ab mit der? Obwohl, können wir uns zurückziehen? Eigentlich könnten wir uns zurückziehen. Wir machen jetzt auch schön viel Schaden. Machen wir einen Rückzieher. Rückzug auf unser Ohr doch. So, das kann uns jetzt eh nichts mehr. Und dann geben wir einfach mal hier unserem Scheinwind Energie, dass das dafür sorgen kann, dass wir mehr Energie bekommen, falls unser Ohr doch rausfliegt. Wow, wir hauen jetzt schön 110 Schaden rein. Heftig. Und er kann nicht viel machen. Ich meine, damit, das wird schon reinhauen. Der kann maximal 100 Schaden damit machen, was schon heftig ist, aber es wird uns auch nicht killen. Und wir können ihn one-hitten. So. Oh, jetzt will er wohl auf Energie gehen. Ja, ja. Was hast du denn vor mit deinem Vulkadion? Na gut, das Problem ist jetzt eher 130 HP. Der kann insgesamt 40 Schaden machen. Na gut, dann reicht es sowieso immer noch nicht, aber da kannst du langsam Damage draufhauen. Das ist dann doch nervig. Schön mehr Karten. Der hat hier ein Raichu-Deck. Der will das Raichu stark machen. Rundparcours. Gibt es da nicht irgendwie bessere Karten für? Zum Beispiel Entei. Hat er ja schon einmal, aber na gut. So. Ach, na toll. Was machen wir denn nochmal so? Ja gut. Solange er uns nicht Herflordel ist, ist alles gut. Keine Ahnung. Mal schauen. So, schön angreifen. Nächste Runde können wir Wellens Watschensauger machen. Und dann heilen wir uns wenigstens noch ein bisschen. Haben wir nur 20 Schaden genommen insgesamt. Der wird jetzt aber weiter auf Energie gehen, sowas von. Voll die Verarsche. Donnerbliss ist richtig schimmelig hier. 100 Schaden. Das hat. Man hätte ihm wenigstens 120 Schaden geben können. Dass man wenigstens mehr Schaden machen kann wie mit Rundparcours. Ist ja schon schimmelig. Auf deiner. Ja, hier auch auf deiner Bank nur die Pokémon. Also, naja. Hier, das Bisofunk hier. Das hier kann ein kleines Problemchen werden. Aber auch nicht allzu schlimm. Schauen wir mal. Aua. Ja. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Eine schöne Energie. Nee, machen wir uns das Scheinwind bereit. Und saugen an sein Watschen. Was ist eigentlich eine Watsche? Watschensauger. Was soll das sein? Ganz ehrlich, was soll ich? So, wir haben auch noch keine Psycho-Pokémon bekommen. Ja gut, okay, wir haben Incognito drin. Ist nichts Besonderes, aber na gut. So, das ist übrigens ganz cool hier, wenn unser Ohr noch kaputt geht, dann hau ich Gewalt rein. Das geht noch ziemlich schnell danach kaputt. Und dann hat er insgesamt 4 Preiskarten, dann können wir mit Scheinen echt stark reinhauen. So, jetzt haben wir aber ein kleines Problem.
Wir machen nicht genug Schaden. Gib uns was Tolles. Shit. Na gut, dann... Was machen wir denn? Du riechst das und wir opfern einfach unser Ohr. Doch, anders geht's jetzt nicht, oder? Können uns hier ein paar Energie holen, aber... Ne. Hauen wir noch einmal ziemlich stark rein. Dann ist es nächste Runde auf jeden Fall K.O. Egal, mit was wir angreifen. Notfalls hauen wir mit unserem Scheinman drauf. Oder unserem Volipurba. Oh, der haut ab. Der haut ab, der Versager. Na gut. Ich meine, unsere Gewaltro werde ich sowieso rausziehen mit AZ jetzt. Das braucht so schön wenig Energie. Das ist so cool daran. So, der denkt wohl, jetzt kann er uns damit angreifen, oder? Na, so funktioniert das nicht. Wir machen schön was anderes. Erstmal Energie holen natürlich. Hier. Unsere Pflanzenergien. Her damit. Dann setzen wir AZ hier drauf ein. Wow. Und opfern ein Serpifeu möglicherweise oder gehen wir gleich damit rein? Das war eigentlich ganz schön doof, oder? Es reicht auch noch nicht so ganz. Wir machen erst 90 Schaden. Und der kann uns killen. Opfern wir ein Gag-Arbor. Davon haben wir ja eh noch eins auf der Hand. Hauen das hier rein. Das kann man eigentlich auch wieder reinhauen, oder? Ja gut, machen wir so. Und wem gehen wir denn? Gehen wir wieder auf Gewaltro, wieso nicht? Alles gut. So. Pow. Was machst du jetzt, hä? Unser Gagaber killt oder was, um unser Scheime schön stark zu machen. Das finde ich aber nett von dir. Weil wenn er jetzt noch eins killt, ja, das ist ziemlich gut. Dann 90 plus, also 90 durch die Preiskarten, nochmal 30, 120. Wir machen 20 weniger Schaden, dann könnten wir den schon mal raushauen. Wäre schon mal ziemlich nice, also mach mal. Es sei denn, der holt jetzt mit Flordelis eins von denen hier hinten raus. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber na gut. Schauen wir mal. Warum hat der Pikachu eigentlich... Ja gut, der hat viele Feuerenergien, wieso auch immer. Ja gut, okay, der braucht doch nichts anderes. Der benutzt bei Reitschen wahrscheinlich nur die erste Attacke. So, danke für deine Hilfe, Kumpel. Das finde ich sehr nett von dir. Ich würde mal sagen, jetzt können wir... Tada! Schön reinhauen. Bye bye, Bisofang! So, einen Mann müssen wir noch vernichten und das war's dann. Oh, eine Spezialenergie. Sehr schön. Er kann unser Scheinman one-hitten, wenn er das raushaut und eine Feuerenergie drauf tut. Seine schlauste Idee. Er macht's nicht, er ist ganz schön dumm. Das ist sehr nice für uns. Wenn er jetzt nicht sich damit irgendwie zurückzieht. Ja gut, okay, da habe ich verkackt. Oh, jetzt nicht mehr. Was macht... Hat er noch eine Doppel... Wow, zum... Oh mein Gott. Das ist ein Problem. Er kann insgesamt 120 Schaden machen. Ja. Ich habe eine Idee. Er kann uns nicht one-hitten. Das ist sehr gut. Machen wir das noch. Wieso nicht? Zieh mal eine extra Karte. Tschüss, Incognito. Oh. Na, ich tue es jetzt nicht drauf. Das kann er nämlich herziehen. Eigentlich ist es egal. Nein, ist nicht. Ist wirklich nicht egal. Wir müssen jetzt hier echt aufpassen. So, wir vergiften ihn. Und wenn er jetzt nächste Runde jetzt nicht irgendwie mit Flordelis eins herzieht, haben wir gewonnen. Wenn er eins aber herzieht, haben wir verloren. Das ist natürlich das Problem. Und er hat so viele Karten, dass die Chance ist hoch, dass er ein Flordelis hat. Mal schauen. Komm schon, Spiel. Es wäre natürlich auch möglich, dass es Schwester Choi hat. Das wäre ein sehr großes Problem. Dann hätten wir auch verkackt. Na gut. Was hast du denn vor? Nichts oder was? Was hast du vor? Nichts? Cool. Wenn du nichts machen willst, ist auch okay. Schimmel einfach da rum. Der überlegt gerade. Ich meine, eigentlich wäre es gar nicht so dumm, zu Reitschild zu wechseln.
Beziehungsweise jetzt auch noch Vulkanion. Auf jeden Fall zu irgendwas wechseln. Das Lava, das ist nämlich ziemlich am Arsch. Wechselt er? Wenn nicht, haben wir gewonnen. Hallo? Ich fange an hier zu weinen gleich. Das brauchst du schön lang, ja? Schön vor allem. So ätzend lang. Deine ganzen Reitschuss bringt dir jetzt auch nichts mehr. Sei denn, du ziehst zurück und gehst dahin. Weil dann, das wäre auch ein Problem. Hast du es bald? Damit hat er sich schon mal ein Flordelisplay weggenommen. Das ist ganz gut. Ja, wir haben trotzdem ein Problem. Ich meine, bei Raichu, es wäre eigentlich dumm. Ich weiß nicht. Das Gute ist, dass seine Pokémon, die viel Schaden machen können, sind Raichus. Keine Feuer-Pokémon gegen unsere Gewaltro. Aber natürlich haben wir trotzdem gleichzeitig ein anderes Problem. Und zwar das Problem ist, dass er jederzeit sich zurückziehen kann. Ich glaube, wir haben verloren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ist es Schlaf? Schlaf, oh mein Gott. Wir haben eine Chance. Wir haben eine Chance. Chance. Bitte. Aua, eine Doppelenergie weg dafür. Egal. Bitte. Schlaf. Schlaf. Oh, fuck. Jetzt kann er sich zurückziehen und gewinnen. Mal schauen, ob er schlau genug ist, aber ich glaube, wir haben gerade verloren, weil wir es nicht geschafft haben, ihn zum Schlafen zu bringen. Ah, traurig, traurig. Na gut. Good game, good game. Ja, ja, er weiß schon, was er machen kann. Gut gespielt. Mann, so knapp. Ah, hätten wir ihn zum Schlafen gebracht, das wäre das Spiel gewesen. Aber na gut. Man kann nicht alle Spiele gewöhnen und das nächste Mal spielen wir schon wieder im Pflanzendeck. Na gut. Ich bin jetzt aber erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.